heute zeige ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Reifen leichter demontieren und wieder montieren könnt. Tipp Nummer 1, Luft rauslassen. Klingt einfach, aber da gibt es einen ganz coolen Hack. Und zwar, anstatt mit dem Finger aus den Hebel zu drücken, nehmt ihr euch, bestenfalls auf den Lenker oder irgendwas, was gerade steht, wie mit zwei Zentralständer, und hängt das Ventil einfach darüber. Und in der Zeit kann ich entweder mein Bier weiter trinken oder mein Kumpel trinken. So, wir warten jetzt kurz. Okay, Tipp Nummer 2. Ich sehe mal viele Fahrer damit kämpfen, den Reifen von der Felge zu bekommen, aber das geht tatsächlich ganz einfach. Also natürlich, der einfache Weg ist erstmal zu schauen, kriege ich ihn so von der Felge, dann greife ich ihn, den Reifen, und ziehe ihn einmal mit Kraft zur Felge. So, und der hier hat schnell aufgegeben. Wenn es mal schwieriger sein sollte auf der Tour und ihr wollt jetzt schnell euren Reifen wechseln, dann macht ihr das einfach wie folgt. Ihr nehmt das Laufrad, legt es auf den Boden, dabei müsst ihr übrigens vorsichtig sein, und dann fixiert ihr das mit den Knien und nehmt dann eure beiden Hände, geht an den Reifen und gibt Kraft aus. So kriegt ihr jeden Reifen entspannt von der Fahrt. Um jetzt den Reifen zu öffnen, folgt der nächste Tipp. Und zwar habt ihr, wir nehmen jetzt mal an, ihr habt auf der Tour nur einen einzigen Reifen hier zur Verfügung. Und den packt ihr, geht ans Ventil. Unter den Reifenkern. Und jetzt wichtig, ich sehe mal viele Leute, die dann ziehen, aber was ihr wollt ist, ihr packt jetzt den Reifen, um nicht den Kern zu beschädigen, zieht ihn nach unten. So ist der Reifen aufgenommen. Wenn ihr jetzt den Reifen mit einem Schlauch fahrt, dann nehmt ihr den Schlauch raus und schaut euch erstmal den Schlauch an, bevor ihr einen neuen montiert, weil es kann gut sein, dass vielleicht noch ein Fremdgegenstand im Reifen ist, der sollte natürlich erstmal entfernt werden. Falls dem nicht so ist, nehmt ihr jetzt den neuen Schlauch oder, wenn es eben ein typisches System ist, wieder den Reifen. Und dann kommen wir zum nächsten Tipp, und zwar der Reifenmontage. Wir haben hier ja nur einen Reifen dabei. Und wir können das jetzt probieren, alles mit der Hand zu machen, aber es gibt auch noch die helfende Hand an den Reifenhebern. Und die zeige ich euch jetzt, und zwar ist das ein kleiner Clip. Wir nehmen uns jetzt den Reifen, haben wir hier wieder, ganz wichtig. Und wir wollen gleich so viel Platz zum Reifenhebeln wie möglich haben. Wir fangen also auf der Seite vom Ventil an, heben den Reifen ins Tiefbett und nutzen den Clip. Der kommt einfach hinter das Felgenohr. So, jetzt hält der Reifenheber und verhindert, dass der Reifen von der Felge wieder runterrutscht. Und jetzt können wir hier mit zwei Händen relativ entspannt den Reifen montieren. Was dabei wichtig ist, und das führt mich zum nächsten Tipp, ist, dass der Reifenkern immer im Tiefbett der Felge gehalten werden soll. Wie gesagt, wir wollen uns so viel Platz wie möglich verschaffen. Also hier seht ihr, dass er ein bisschen nach oben rutscht. Wir heben wieder rein und machen dann weiter. Jetzt merken wir schon, da wird es langsam schwierig. Und dafür nehme ich jetzt mal noch eine zweite Hand dazu und fange langsam an, den Reifen regelrecht über die Felge drüber zu massieren. Wichtig ist, dass ihr dabei nicht zu viel auf einmal wollt, sondern ihr wollt euch Stück für Stück voranarbeiten. Das macht es wirklich viel einfacher. Und achtet dabei weiterhin darauf, dass der Reifen immer schön im Tiefbett ist. So, der Reifen sitzt. Wir können die Handpumpe rausholen und es kann weitergehen.